Das Thema noch mal vertiefen im Studio mit Rudolf Henke, dem Präsidenten der Ärztekammer Nordrhein-Westfalen. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ganz herzlich willkommen. Ja. Was haben Sie an aktuellen Informationen, Entwicklungen aus dem Bundesland mitgebracht, in dem Sie der Ärztekammer vorstehen? Naja, das ist halt das Land, in dem jetzt die Hälfte der nachgewiesenen Infizierten sind. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf den Kreisen Heinsberg, wo Herr Pusch herkommt. Und der Städteregion Aachen. Und insofern spüren wir den Druck der Infektion besonders stark. Und das merken wir auch, was die Meldungen aus den Praxen angeht. Wie ist das mit Schutzmasken? Wie ist das mit Schutzkleidung? Und deswegen sind wir sehr froh, dass dort jetzt eine zentrale Beschaffung in Gang kommt. Wie sieht es denn momentan aus? Denn auch bis die zentrale Beschaffung erstmal in Kraft tritt, bis alle beliefert werden, das wird ja eine Weile dauern. Wie ist es denn jetzt im Moment in den Arztpraxen? Überall Engpässe. Aber es ist noch genug da? Nein, nicht mehr überall. Wir haben zum Teil Improvisationslösungen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat im Zulauf zusätzlich Schutzausrüstung, die sie hat beschaffen können in den letzten Tagen, aber die sind noch im Zulauf. Und es reicht nicht überall, um den Empfehlungen, die das RKI beispielsweise gibt, Genüge zu tun. Sie sprechen von Improvisationslösungen. Wie sehen die konkret aus? Können Sie das anhand eines Beispiels vielleicht erläutern? Also das Schrecklichste, was ich gehört habe, ist, dass eine Kollegin zum Abnehmen eines Abstrichs ihre private Tauchermaske verwendet hat, um sich zu schützen. Wenn es funktioniert. Andere Frage ist noch, was diskutiert wurde, beziehungsweise die Berliner Charité hat das bereits gesagt, auch die Uniklinik Aachen, die haben bereits gesagt, dass nicht alle Kontaktpersonen, die mit einer Person zu tun hatten, die selber möglicherweise das Coronavirus hat, können in Quarantäne geschickt werden. Zum Beispiel auf der Neugeborenenstation in Aachen, die wäre dann nicht mehr zu betreiben gewesen. Ja, es ist die Frühgeborenenstation. Deswegen war dann doch die Kritik am Robert-Koch-Institut, dass die Quarantäneempfehlungen dann doch übertrieben sein. Das hat aber gerade der Leiter des Robert-Koch-Institutes deutlich zurückgewiesen. Er hat gesagt, es gibt verschiedene Kategorien und darüber seien auch alle Ärzte informiert. Ist das so? Naja, ich meine, das sind natürlich lange Texte, in denen sich diese Differenzierung dann vielleicht findet. Das Kernproblem ist natürlich, wenn Sie 14 Frühchen auf einer neugeborenen Intensivstation für Frühchen haben, und dann plötzlich sagen müssten, die gehen jetzt alle in Quarantäne, weil halt die Voraussetzung einer infizierten Person unter 45 Mitarbeitern da ist. Dann würde das eine Verlegung aller dieser Kinder in Nachbarkrankenhäuser, die vielleicht 100 Kilometer weit weg sind, die in Köln oder in Bonn oder in Düsseldorf liegen, bedeuten. Und angesichts der gesundheitlichen Situation dieser Kinder würden dann sicher unterwegs Kinder in Lebensgefahr geraten, wenn nicht sogar sterben. Und dann muss man eine Verhältnismäßigkeitsprüfung machen. Und deswegen habe ich Verständnis für jeden, der sagt, in meiner konkreten Situation muss ich auch an den Gefährdungsgrad der bei mir liegenden Patientinnen und Patienten denken und muss mich der Lage anpassen. Das ist eine Verhältnismäßigkeitsabwägung. In Aachen hat das dann der Krisenstab mit dem Gesundheitsamt und mit dem Hygieniker der Klinik entschieden. Fühlen sich denn die Ärztinnen und Ärzte, die bei Ihnen organisiert sind, durch Robert-Koch-Institut, durch die Bundesregierung, durch das, was da gerade getan wird, ausreichend unterstützt? Naja, im Alltag sagt ja jeder, wie kann das denn sein, dass jetzt ein Mangel ist? Wieso sind denn nicht genügend Schutzausrüstung und Masken im Vorfeld bestellt worden? Wir haben überall Pandemiepläne. Warum hat man nicht einen Vorrat, der im Fall der Fälle für ein Jahr reicht? Es gibt natürlich auch Gesundheitsämter, die sagen, wir laufen auf dem Zahnfleisch, weil wir eigentlich mehr Stellen bräuchten. Das sind alles Punkte, die man jetzt nicht lösen kann. Die Glaubwürdigkeit der Politik wird davon abhängen, ob man nach dieser Krise dann auch eine Bewertung vornimmt der Abläufe. Und für den Fall, dass man dann beim nächsten Mal vielleicht auch mit einem noch gefährlicheren und noch ansteckenderen Virus konfrontiert wird, das könnte es ja auch geben, dann muss man, glaube ich, dafür sorgen, dass man aus all diesen kritischen Punkten Konsequenzen gezogen hat. Dankeschön.